Und hallo und herzlich willkommen zurück. Dann suchen wir mal jetzt diese blöde Ding. Nee, ich bin die ganze Zeit jetzt im Berg da rumgerannt, in diesen Bergfried. Und hab danach Lupas Zuflucht gesucht, ja. Also nach dieser Gerbereistation, ja, diesen Kilometer entfernt. Ja. Schön, wenn ihr schissen. Ich hab sogar keine Ausdauer. Noch 800 Meter. Also ich habe das mal mit dem Zucker ausprobiert. Oder? Das ist eine richtig gute Sache. Nein, doch, wirklich. Deine Ausdauer ist super schnell wieder voll. Also sie... Hä, warum glaubst du mir denn nicht? Nein, es ist wirklich so. Guck in den Stream. Da ist zack, klack, voll. Ist wirklich eine coole Sache mit dem Zucker. Ja, weil du dich halt, du tust dich halt, du tust ja auch noch andere Sachen. Beim Kämpfen lädst du ja auch zum Beispiel auf. Und für diese 5 Minuten ist es halt echt... Das ist echt eine coole Sache, wenn du dann halt noch auf diese Wege läufst. Wie gesagt, ist eine sehr, sehr geile Sache, auf jeden Fall. Und ich habe meine neue Einhandwaffe bekommen. Ja, ich habe hier diese Lupa Scalpierer, 37 Schaden als Einhandwaffe, die mein legendäres Schwert hatte, 22 gemacht. Naja, macht auch einen guten Unterschied, muss ich sagen, erstmal. Wie weit waren denn in der Base die Pflanzen? Hast du die abgebaut? Sehr schön. Und ich habe uns nochmal einen neuen Basepunkt hingestellt. Du hast ja hier auf der Seite, hast du den hier oben, da wo du jetzt bist zum Springen. Da hast du doch genau vor dir diesen Krater. Damit du nicht jedes Mal, um hier nach unten zu kommen, da rumlaufen musst, weil ich einen da mit dich auf dem Berg platziert. Von denen kannst du auch ganz gut springen. Kann es sein, das ist da oben? Auf jeden Fall. Warum wird bei Verleben abgezogen? Achso, weil das mit der Nahrung wahrscheinlich hier vorbei ist.
Das ist ja kacke. Bis ich da rumgelaufen bin. So muss ich da auch noch hoch. Die Pilze, die darfst du nicht töten, ja? Die musst du als Begleiter mitnehmen. Hä, weil die relativ schnell laufen. Und dann machen die immer ihren Giftangriff. Also bleiben wir kurz so stehen und machen ihren Giftangriff. Und die kurz hinterher machen diesen Giftangriff. Das musst du nutzen. Das musst du in so eine Horde Chewbaccas reinbringen und so. Weil die werden auch, und die werden auch vergiftet. Solange wie du läufst, passiert ja nichts. Ja, guck, wenn du jetzt. Ja, okay. Mit den Hühnern ist blöd, die rennen weg. Weil vorhin hatte ich so zwei Pilze durch einen Zufall. Und dann sind so vier, fünf Wölfe gekommen. Und diese Pilze haben diesen Gift da ganze Zeit ausgesprüht. Und dann haben die. Hat er die ganze Wölfe damit gekillt. Deswegen, von wegen, es gibt keine Pets im Game. Sie sind in Game. Ja, ist so. Müsste man eigentlich echt mal ausprobieren. Sammelst du dir davon? Da, die folgen dir ja bis ins Unendliche. Sammelst du drei, vier Pilze davon und dann gehst du zum Boss. Okay, da ist so ein Chewbacca. Komm her, Pilz. Ist ja geil. Jetzt macht der Pilz nichts mehr daraus. Ich hab ihn gezähmt. Guck, der letzte da, der Chewbacca, der kriegt viel den Schaden. Deswegen komm mit, Pilz. Du bist jetzt mein Friend. Es gibt ja eh so einen Skillbaum für Tierflüsterer. Da kämpfen wohl so Viecher, die in der Nähe sind, so oder so für dich. Pilz. Kommst du hier auch mit? Ja. Da ist kein Pilz. Pilzi ist jetzt mein neuer Freund. Warte, ich muss hier eine Falle für dich entschärfen, Pilzi. Okay, die ist hoch. Los, Pilzi. Mach den hier fertig. Tech-Team-Angriff. Nee, bei ihm, nicht bei mir. Guck erst hoch. Der Pilz kennt auch keine Hürden. Ey! Aua! Spann dich doch mal. Komm mit. Sei mein Freund. Herzlich willkommen in Lukas Zuflucht. Nein! Genau, jetzt muss meine Waffe natürlich kaputt gehen. Herzlichen Glückwunsch. Kann man den Pilz eigentlich auch oben aufspielen? Nein, kannst du nicht.
der da oben? Zucker. Einer da hier. Schon mittlerweile Level 20 der Loot hier hinten. Hey, wo ist der Pilz? Wir haben Pilzi verloren. Das Pilzi. Das war mein bester Erfolg. Oh mein Gott. Hier so eine, wieder so eine, ja, vergessen wir ihren Namen, die Mutter der Bösen da. Warum kannst du nicht erstanden? Ja, ob der aufhören hier Wölfe zu mir auch nicht bauen. Die sind direkt auf die drauf. Ah ja, hab ja genug Pfeile. Mit Geduld und Zeit gewinnt man jeden Kampf. Achso, der älteste Trick so in Games, oder? Stufenaufstieg. Guck mal, da war ja noch einer. Werd nicht frech. Ich hab auch keine Verbände mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hey, die hat ein neues Dings bei gehabt. Was war denn das hier? Ja, moin. Jetzt mal so richtig fett machen. Nein, kill mich jetzt nicht. Ey, ich habe wie gesagt nicht zum Heilen bei. Das wäre jetzt super fies. Da hinten ist noch eine Truhe. Hab ich wirklich gar nichts mehr? Ja, eine Bandage kann ich bauen. Oder hier. Aua. Alter, diese Dienstbandagen sieht auch aus. Ich glaube, ich skill mich nochmal um. Ich habe einen Zweihänder gefunden mit 40 Schaden. Auf Standard. Hier.
Jo, aber das war's. Das war Looper. Haben wir auch hingekriegt. Schade nur, dass Pilzi weg ist. Bin ein bisschen traurig gerade. Ja, doch schon. Boah, hier ist auch noch eine kleine Mission. Gefangen genommen von Looper. Was machst du gerade da oben? Was willst du mit dem Zeug machen? Ja, aber wofür? Okay. Warum jetzt die Level einholen? Du hast doch vorhin gesagt, du hast ja... Achso, 17 und 14, ja. Ja, du hast doch vorhin gesagt, du kriegst auch MP, wenn du im Dingens bist. Achso. Warum sage ich eigentlich, dass der Strolben wegen den Kolben wegen zwei Hände? Das ist ein Einhandstreitkolben. Boah, hätte ich mir den nicht auf Legendary droppen können? Brauchst du ein paar Greifenstiefel? Plus. Achso. So weit ist hier. I'm up in the base. Hätte jetzt noch der Streitkolben voll die coolen Fähigkeiten? Ist ja doch krass. Der wäre ich voll für. So, aber ich habe die Gerbereistation. Mittlerweile weiß ich nur noch nicht mehr, wo ich es hinstellen soll. Da kannst du jetzt 10-mal Leder herstellen. Ein vielseitiges und haltbares Material, das sich glatt anfühlt. Es hat auch den Vorteil, dass es wasserdicht ist. Getrocknetes Fell, Salz und Ammoniakdrüse reinlegen. Dann kriegst du 10-mal das getrocknete Zeug. Also, siehst du, ich habe noch einen neuen Brunnen hingestellt. Also wir haben jetzt drei Stück. Jojo. Sollte das Wasserproblem auf jeden Fall jetzt erstmal beheben. So, und ich habe mal Kamille hier in den Dings für Setzlinge reingelegt, ja. Kamille für die Setzlinge reingelegt. Dass der Setzlinge draus. Weil aus Kamille und
Warte, muss ich selber jetzt mal kurz gucken. Also aus Kamille, Aloe, Honig und alchemistischer Grundstoff, dadurch, dass wir jetzt den schwarzen Kessel von ihm haben, beziehungsweise seine neue Dingsstation, können wir daraus dann einen Heiltrank machen, der 800 Lebenspunkte macht. Warum behießen das, was du meinst? Bauen konnte man das beim Schreiner, aber. Warte. Stauraum. Ja, alchemistischer Grundstoff. Genau, und dafür habe ich den schwarzen Kessel geholt. Das Zeug steht jetzt hier. Die Alchemiestation, und da musst du Miasmasporen, Wasser, Myzel und Miasmaflüssigkeit reinlegen. Kann ich ja machen. Muss mal kurz gucken. Sporen. Die Flüssigkeit. Der Mütze. Erstmal Flüssigkeit. Dann brauchen wir so Wasser. Jetzt müssen wir hier ein bisschen was rausklauen. Sogar der Grundstoff läuft durch. Boah, das ist nur jetzt endlich den ganzen Flachs hingelegt. Hier kann man Wasser schöpfen. Jetzt ist der erstmal leer. Hand oder zwei Hände? Ja, zwei Hände ist aber tatsächlich eigentlich auch nicht verkehrt.
Nach dem Greaser? Ja, ja. So, jetzt haben die alle hier schon wieder neue Questen. So, der Alchemist will ein neues eigenes Labor haben. Die will einen neuen Webstuhl haben. Rauchig und süß. Die will auch wieder was Neues haben. Gerade erst damit fertig geworden. Wissenschaftliche Instrumente für ein Labor. Ein Webstuhl für die Jägerin. Eine Imkerpfeife. 20 Millionen andere Sachen. Wie viele Punkte haben wir? Wir haben jetzt 8 Punkte. Meister, Waldläufer. Das ist halt viel Geschick. Kannst jetzt einen Bogen spannen, während du gleitest. Wenn du Waffe ausgerüstet bist, kannst du einen Sprungangriff ausführen, der 50% Waffenschaden mit einem kleinen Explosions... Dein Stärkeattribut um 1. Achso, dann muss ich hier hoch. Rüstung. Hier in die Richtung. Achso, guck mal hier. Prachtbar, weil du lässt den Gegner bei Parierangriffen schneller betäubt werden. Erstmal keinen Unterschied. Hier in die Richtung muss ich sowieso. In der 2. Durchbruch. Wenn du einen Block mit Nahkampfangriffen durchbrichst, erleidet das Ziel 2 Sekunden lang. Ja, gut. Ich hätte den Bogen schon wieder rausgenommen.
Ach nicht du, das, der nimmt ja wie gesagt unter Charakter bei mir jedes Mal die Dings da raus. Den Bogen. Und können wir nicht Pflanzenfasern anbauen? Seit von Anfang an, seitdem wir das Game spielen, es nervt einfach, es fehlt immer. Ausrüstung verbessern. Die brauche ich nicht verbessern. Ich nehme mein Inventar oder was? Ja. Ich denke nicht. Ja, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht so der Fall ist. Könnte ich meine Art drauf verwenden. Alle Lager voll, 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 voll. Für die ganz große Tour brauchst du 3 Seelen, ja? Für die kleine 2. Achso, und die große Tour musste. Ja, wir können ja aber gar nicht die große Tour bauen. Was soll denn der Quatsch? Wir müssen erstmal Bronze finden. Vorher. Wir müssen die große Tour bauen. Ja, einen Wagen. Einen. Das bringt uns nichts. Was Deko angeht, kannst du dich hier voll ballern, oder? Kreuzspiel. So. Wie gesagt, ich glaube, die Questen, die brauchen wir noch nicht machen, weil. Wo soll das sein? Ich weiß nicht, ob das schon ganz hinten in der letzten Region ist. Weil hier war ja, glaube ich, schon vorbei. Das ist der Sonnentempel. Wissenschaft. Ist das gleich daneben oder was? Steht ja immer doch direkt der Name drin. Oder man, du kriegst halt ausschließlich mit PvPs kämpfen. Was für die? Wie ein Webstuhl. Warte mal. In dem Webstuhl? Mein Gott, ich verdrück mich die ganze Zeit. Die Jäger brauchen ein Webstuhl. Einen Webstuhl, um Polstersets für Rüstungen herzustellen. Sie schlägt vor, in Ostlapis nach einer Weberhütte Ausschau zu halten. Das Gebiet wurde auf der Karte markiert. Und wenn du dann. Du hast aber gar keine Markierung auf der Karte. Also muss trotzdem hier hinten mit in der Ecke sein, weil Ostlapis, Lapis war ja hier. Und hier ist eh alles markiert. Ich kann ja mal kurz mich da nach oben hinstellen und mal schauen.
Aber ich würde behaupten, dass es schon auf der neuen Gebiet da ist. Guck mal, da vorne siehst du, da beginnt ja die Wüste. Und 840 Meter in die Richtung. Das ist dann schon wieder ein Gebiet weiter. Also richtig, jetzt noch so eine Hauptsache gibt es eigentlich gar nicht, wa? Also die Leute schicken dich im... Die Leute schicken dich eigentlich nur von A nach B, damit du hier dessen Scheiße da holst. Damit du deine Base upgraden kannst. Und das war's. Und das passiert ja ganze Zeit. Stark. So, wir wollten noch die Flammen fördern. Also haben wir alles da, brauchen wir nur die Funken. Also, falls du im Moment Zeit hast, würdest du ein paar Funken aufsammeln? Naja, wir brauchen 20 Stück. Yep. Genau das meine ich. Jetzt hat er hier schon der den Bogen ausgenommen. Ich kann den jemanden. Lass den nochmal da drin, Junge. Funken habe ich. Ich hatte auch gerade noch im Fähigkeitsbaum gesehen, du kannst oben rechts, da kannst du skillen, dass du mit deinem Gleiter einmal beim Gleiten Leertaste drücken kannst. Wäre auch interessant. Wenn man mal die Punkte mal alle rauszunehmen und dann einfach mal auf Waldläufer skillen. Pass auf, dann hast du auch kein Ausdauerproblem mehr. Will ich Licht anmachen? Wird mir ein bisschen dunkel hier drin. Macht mich müde sowas. Ist das oben drin? Oder ist das unten? Das ist bestimmt oben, ne? Nein! Kamille? Ist für die Heiltränke. Also wenn wir davon welche herstellen wollen. Wir können auch einfach Pflanzenfasern sammeln. Kamille? Aloe Vera, glaube ich. Dann dieses Alchemiezeug, dieses Alchemiewasser. Das Wasser? Nee, es geht eigentlich. Wie gesagt, das machst du aus Miasmasporen. Miasmasporen, Wasser, Mützel und. Das ist wohl wahr. Und wie gesagt, bisher. Sag mal so mit dem Bandladen. Ich komme mit denen halt auch super klar. Es gibt doch die anderen Bandagen da. Diese stärkeren.
Können wir die schon irgendwie craften? Ja. Ein Heiler war noch nicht dabei. Ja, der ist draußen. Bei dem Brunnen. Da läuft ja gerade das Wasser dadurch. Okay. Ja, ich habe auch gedacht, ich habe die riesige Kochstation hingestellt und dann kannst du daran nur Flammenbrot machen. Wo ich mir dann halt auch schon gedacht habe, so, ja, super. Das war vielleicht auch nicht die beste Idee, die Betten direkt daneben zu stellen. Zugegeben, ich hatte schon bessere Ideen. Hatte ich auch gesehen. Ich hab gemerkt, was ich machen soll. Stark. Ah, so mal so eine Frage. Hatte ich die schon? Da bin ich mir nicht sicher. Ja, das ist doch das, was wir da, das Eimermann ist doch das Zeug, was ich da holen musste. Weil du das hinstellen musst, wie das, wie die Werkzeuge. Ja, ja, das steht irgendwo da am Kocher, da, an der Wand da. Ich denke tatsächlich auch nicht mehr, dass da so viele neue Ressourcen kommen werden. Dadurch, dass wir uns jetzt in der Early Access befinden, ich habe eher das Gefühl, dass dieses Wüstengebiet jetzt das letzte sein wird. Weil, wenn ihr mal aufgefallen ist, mit allen Missionen ging es jetzt immer nur östlich, östlich, östlich. Im Norden könnte ich dir schwören, da ist auch rote Mauer irgendwo. Das, wenn du das dann mit den neuen Dünger machst. So reingesteckt. Bam! Wieso was? Das ist bestimmt eins von den nächsten Zeug, was wir jetzt nicht mehr freischalten können. Wie gesagt. Ja, hier wahrscheinlich im Labor. Wissenschaftliche Instrumente für ein Labor. Das Ding ist, du musst ja halt auch erstmal wieder rankommen an das Zeug. Mitten im Wald. Schrein der Flamme. Mach mir meine Map auf. Also bisher habe ich 7 Funken. Wenn ich die rausgenommen habe, konntest du dann noch welche rausnehmen?
Achso. Naja, dann brauchst du es bei uns in der Nähe gar nicht probieren. Also von der Base her. Funken, dankeschön. Ja. Hallo. I can't say it. Ich hab da auch nicht anders wie du da drin zu stehen. Wir haben genau dieselben Rezepte. Ist aber auch gerade super interessant, muss ich dir sagen. Einfach immer nach oben zu spawnen, springen. Spawnen, springen. Wenn du gerade in der Base bist, schau mal bitte, wie viele Funken wir da haben. Und was ist das auf dem Kommentar? Kann es sein, diese Refugiums der Flamme? Diese Refugium der Flamme hier. Alle, die in so einem Palast drin sind, die geben dir zwei und die draußen stehen, geben dir nur ein. Hallo, Motherfucker. Yo, Cosmo. Bro, mach mal nicht so, brauchst du gar nicht probieren. Der Bot hat heute komplett schon reingeschissen. Der funktioniert heute nicht. Da gab's ein Update. Wir hatten. Ja, wirklich, ich hab das Update gemacht und seitdem der ganze Bot funktioniert gar nicht mehr, obwohl er an ist. Achso, warte mal. Warte mal, wo du mich gerade drauf ansprichst. Ach guck mal, der Bot funktioniert. Mensch. Ja, der war, nicht verbunden. Nee, nee, ja, der war nicht connected. Ja, ist mir gerade unten aufgefallen, dass da kein grüner Punkt ist. Wodurch sowas passiert? Durch Unwissenheit. Gefährliches Halbwissen. Kannst du mir mal verraten? Wir hatten hier vorhin, ich hatte eigentlich direkt an so einer Flamme. Das sieht aber komisch aus. Vorher war besser. Ja, Cosmo. Aber das davor waren halt 20 Nachrichten. Weißt du, und er soll halt nicht 20 Nachrichten da reinknallen. War zwar sortierter, ja. Aber musst du mal unten unter Twitch Info gucken, wer die meisten Nachrichten schreibt. Das bin ich. Und das mit übelsten Abstand, weil der Bot ganze Zeit für mich schreibt.
Kann man hier irgendwie filtern? Ich stehe mir erstmal, deswegen bin ich nicht schnell weg. Aber irgendwie ist ja voll komisch. Wir hatten hier doch. Da war so ein Turm. Da konntest du rein, die Flamme rausnehmen und dann zack. Da hatten wir das Ding genau vor die Tür gestellt auf der linken Seite. Sonst, Cosmo, wie war dein Tag? Alles cool, alles fit? Alles gut, Steve. Ja, ich hab's gefunden, du bist unschuldig. Das war ja gar nichts. Naja! Ja, okay, Bruder, aber ey, das ist schon ein bisschen komisch, wenn du sowas schreibst. Schreib einfach, ey, ist alles cool. Dieses Binden in der Wanne dahinter, das kommt irgendwie. Schick mir einen Snap. Ich weiß nicht, es kommt ein bisschen cringe rüber. Oh, jetzt muss ich kurz aufhören. Hier beende ich die Folge.